Das ist Pater Martin. Martin ist Franziskaner und erlebt ständig neue Abenteuer. Er versenkte irrtümlich das Klosterauto im See, feierte eine Hochzeit im Fußballtor, segnete eine Kuh, taufte Kinder in einem Fluss, übernachtete am Friedhof und ließ Papierflieger durch die Kirche segeln. 85 seiner Abenteuer sind nun illustriert und in ein Buch verpackt worden. Die Geschichten regen vor allem zum Lachen, manchmal aber auch zum Nachdenken an. Pater Martin, geschrieben von Florian Kobler und illustriert von Georg Atteneder, ist im Freier Verlag erschienen.